Um seine Jungfernfahrt anzutreten, verließ das Föderationsschiff Enterprise B das Raumdock. An Bord war ein Mann, der fast 30 Jahre lang Raumschiffe mit dem Namen Enterprise kommandiert hatte, bevor er die Sternenflotte verließ und seinen Ruhestand antrat. Captain James T. Kirk. Er war lediglich aufgrund des feierlichen Anlasses an Bord. Wiederhole, dies ist das Transportschiff Lacoon. Wir sind in einer Art Energieband gefangen. Wir kommen nicht frei, benötigen sofortige Hilfe. Steuermann! Abfangkurs eingeben und auf Maximum Warp gehen. Die Enterprise näherte sich bis auf Transporterreichweite und beamte die Überlebenden an Bord, unter ihnen Dr. Tolian Zora. Ich muss zurück! Sie müssen hier bleiben! Nein! Alle Triebwerke volle Kraft zurück! Enterprise war gefangen. Irgendjemand musste den Hauptdeflektor modifizieren, um einen Resonanzimpuls abzufeuern. Scotty, halte das Schiff zusammen, bis ich zurückkomme. Alles wie üblich. Brücke an Captain Kirk. Kirk hier! Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch zusammenhalten kann. Das war's! Los! Wir kommen frei! Die Enterprise begann sich zu lösen. Der Plan hatte funktioniert. Fast. Wir sind frei! Sie haben's geschafft, Kirk! Schadensmeldung, Fenrich! Die Steuerbordgondel ist ziemlich verbeult. Außerdem haben wir eine... Brücke an Captain Kirk! Captain Kirk, antworten Sie! Die Enterprise war gerettet, aber der Preis dafür war hoch. Zumindest schien es so. 78 Jahre sollten vergehen, bis die Galaxie erfuhr, dass die Berichte über den Tod James T. Kirks nicht den Tatsachen entsprachen. Logbuch des Captains, Sternzeit 48623,4. Wir sind auf dem Weg zur Forschungsstation Amargosa, nachdem wir ein Notsignal empfangen haben. Ein Angriff durch unbekannte Gegner wurde gemeldet. Data hat eine Einsatzbesprechung in der stellaren Kartografie vorbereitet. Die Station ist im Wesentlichen ein Solarobservatorium, in dem intensive Studien der Amargosa-Sonne auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Stellardynamik angestellt werden. Augenblicklich befinden sich 19 Wissenschaftler des Astronomischen Untersuchungskomitees der Föderation an Bord. Diese Station hat keinerlei strategischen Wert. Warum sollte irgendwer sie angreifen wollen? Unbekannt. Riker an Picard. Captain, wir nähern uns der Amargosa-Station. Verstanden. Alarmstufe Rot.